Promi Deluxe News der Tag. Blitzschnell und top aktuell, euer täglicher Newsflash aus der Welt der Celebrities. Die heißesten Promi-News direkt auf deine Ohren. Der US-amerikanische Schauspieler Camden Toy erlag seinem Krebsleiden. Kultstatus erreichte er vor allem durch seine zahlreichen Darstellungen von Dämonen, Vampiren und anderen Monstergestalten. Weltberühmt wurde er dank der Serie Buffy, im Bann der Dämonen. Frank Zander kämpft kurz vor Weihnachten mit gesundheitlichen Problemen. Am 11. Dezember wurde er mit dem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Sein Sohn Markus hat nun ein Update zum Gesundheitszustand des Sängers gegeben. Sein Vater werde gerade im Krankenhaus intensiv untersucht und die Ärzte sind seit heute Mittag guter Hoffnung, das Problem eventuell gefunden zu haben. Die genaue Diagnose stehe aber noch nicht zu 100%. Doch wenn alles gut gehe, wird er schnell und auch zu 100% wieder fit, erklärt Markus Zander. Sein Vater lasse zudem ausrichten, ein echt Berliner Urgestein geht so schnell nicht kaputt, das wird schon wieder. Monatelang rätselte die Welt, wie Oprah Winfrey so schnell und so viel Gewicht verloren hat. Nun gab die Moderatorin zu, neben viel Bewegung hat sie auch Medikamente eingesetzt. Ohne zusätzliches Training wäre ihr Gewichtsverlust aber nicht möglich gewesen. In welchem Zusammenhang steht der Suizid einer Schauspielerin mit den zahlreichen Missbrauchsvorwürfen gegen Gérard Depardieu? Die Pariser Kriminalpolizei hat nach dem Tod von Emmanuelle de Bever, die einst schwere Vorwürfe gegen ihren Kollegen erhob, die Ermittlungen aufgenommen. Das Teilnehmerfeld der neuen RTL-Turmspringen-Ausgabe ist komplett. Thorsten Legard wird nach seinem Trainingsunfall und der Absage seiner Teilnahme 2022 zur Show zurückkehren. Mit dabei ist auch Sohn Nico. Nachdem Fretz im Sommer bereits in mehr als 100 Ländern gestartet ist, ist nun auch Europa an der Reihe. Ab sofort können sich deutsche Internetnutzer auf der Kurznachrichtenplattform von Meta anmelden. Auch erste deutsche und europäische Promis haben bereits auf der hierzulande neuen Plattform Beiträge geteilt. Eine ganze Reihe namhafter Hollywood-Größen hat das Red Sea Film Festival in Saudi-Arabien besucht. Michelle Williams, Chris Hemsworth und Johnny Depp ließen sich etwa auf dem roten Teppich ablichten. Wie Variety berichtet, konnten sich die Schauspieler dafür angeblich über eine üppige Bezahlung freuen. Will Smith soll laut anonymer Quellen etwa 1 Million US-Dollar erhalten haben und sei in einem Luxushotel untergebracht worden. Seine Kollegin Gwyneth Paltrow, die der Schauspielbranche eigentlich schon seit Jahren abgeschworen hat, soll dem Bericht zufolge sogar noch mehr kassiert haben. Für weitere spannende Promi-Updates besucht uns unter www.promi-deluxe.de und abonniert unseren YouTube-Kanal. Viel Spaß und bis morgen wieder, hier bei Promi Deluxe News der Tag.